Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. So, wieder ein Teil von Rüdiger von Kirchmeier. Ich habe mir vorgenommen, vor jedem Teil dieses kleine Intro zu setzen, damit die Leute, die von der Seite reinspringen, auch wissen, was hier los ist. Das könnt ihr natürlich auch skippen beim nächsten Mal, deswegen habe ich diese Zeitbalken eingeblendet. Wer das schon ein, zwei Mal gesehen hat, braucht sich das nicht nochmal angucken und denkt, was sabbelt der Typ denn wieder? Also, was ist hier der Plan? Wir haben das Tagebuch von diesem Rüdiger von Kirchmeier aus der Familie bekommen. Der gute Mann ist 21 geboren und 94 verstorben und hat in seiner Luftwaffenkarriere als Jagdflieger auf der Me-109 und der Focke-Wulf, ich sag mal, gekämpft. Hauptsächlich an der Westfront, also gegen Amerikaner und Engländer und später natürlich gegen Bomberformationen. Ist gelistet mit 46 bestätigten Abschüssen und in diesen Videos werden wir auf jeden Fall von ihm aus erster Hand berichtet bekommen, wie ist die Ausbildung gewesen zum Jagdflieger, wie waren die ersten Einsätze, wie viele Leute kamen nicht zurück, was ist schiefgelaufen, wie war die 109er, wie war die Focke Wulf, wie waren die Feindmaschinen, Spitfire, Hurricane, nachher die Bomber und was da nicht alles noch kommt und das Leben als Jagdflieger am Boden, das Leben als Jagdflieger im Urlaub. Also alles sowas, was man vielleicht aus Büchern nicht rausbekommt. Und das ist auf jeden Fall auch für mich als Nicht-Luftwaffenmensch immer sehr, sehr spannend, das vorzutragen, weil ich sitze dann da und lese das und denke mir, das ist ja interessant, wusstest du auch nicht. Und das bringt mich natürlich dazu, noch tiefer da reinzusteigen. Gut, dieser Vorspann ist natürlich jetzt vor jedem Video. Ich habe schon gesagt, ich könnte skippen, aber für die, die nochmal, ich sag mal, da reingrätschen aus der Seite und sich das angucken, ja, die werden das auf jeden Fall verstehen. Ein paar technische Sachen kriegt ihr auch noch um die Ohren gehauen und dann sollte das eigentlich alles passen und dann seid ihr gerüstet für den, ja, Kampf in den Wolken. Das zum Intro. Jetzt viel Spaß beim nächsten Teil. Los geht's. »17. Juni. Ein dunkelschwarzer Tag für mein Gefühlsleben. Schon seit Ihrem letzten Brief, der mich noch in Kamenz erreicht hat, hatte ich das Gefühl, mit Luli stimmt irgendwas nicht. Heute ist die ganze aus Kamenz nachgesandte Post eingetroffen, darunter einige Briefe von ihr. Den ersten konnte ich vor dem nächsten Einsatz gerade noch zur Hälfte lesen, und da steht es schwarz auf weiß, sie hat sich in jemand anderen verliebt. Von dem käme sie nicht los, möchte mich aber nicht verlieren. Welche seltsame Vorstellung. In einem Zustand völliger Apathie und Niedergeschlagenheit fliege ich danach als Nummer 3 im Ketteneinsatz. Wieder und wieder kreisen Gedanken um die gemeinsam verbrachten Stunden mit ihr, den Besuch vor 3 Monaten, ihre vielen Briefe. Ich muss mich zusammenreißen und höllisch aufpassen, damit es nicht hinterher heißen würde, bei einem Schuleinsatz aus ungeklärter Ursache abgestürzt. Nein, so nicht. Nun, da ich so weit gekommen bin, will ich nichts als an die Front, jetzt mehr denn je. Wenn es mich dann dort erwischt, na schön, dann ist's immer noch besser, als eines Tages in der Rolle des verschmähten Liebhabers endgültig den Laufpass zu bekommen. 1. Juli. Lulis Ausrutscher hat nicht lange gedauert. Ich habe zwar bis heute nichts mehr geschrieben, aber von ihr kamen in den letzten Tagen zahlreiche Briefe, aus denen ehrliches Bedauern und die Bitte um Verzeihung für etwas sprechen, was nach meiner jüngsten Erkenntnis gar nicht passiert sein konnte. Heute sind wir zu Oberfähnrichen befördert worden, mit ein neutraler Anlass, den Briefverkehr auch meinerseits ohne Gesichtsverlust wieder aufnehmen zu können. Auch die allgemeine Lage hat es zurzeit in sich. Zunächst die Sondermeldung vom 22. Juni. Unterstützt durch die Luftwaffe sind über 150 Divisionen zu einem Überraschungsangriff auf die Sowjetunion angetreten. Rumänien hat sich fast mit seiner gesamten Armee, Italien nur mit einem Expeditionskorps, dem Angriff angeschlossen. Wahrscheinlich denken die Italiener, ein Expeditionskorps kann im Falle des Falles schneller davonlaufen und wenn es ans Siegen geht, könnte man ja immer noch eine Armee in Marsch setzen.
Die Slowakei, Ungarn und Finnland haben angekündigt, ebenfalls in den Krieg gegen die Sowjetunion eintreten zu wollen. Meinem Ziel, möglichst bald an die Front zu kommen und mitmischen zu dürfen, bin ich vor 4 Tagen einen kleinen Schritt näher gerückt. Die Umschulung auf die Me 109B, zwar nicht der neueste Typ, wie sie an der Front eingesetzt ist, aber immerhin die Me 109 oder besser gesagt BF 109, wie die offizielle Typenbezeichnung lautet. Ein Vergleich mit allen Flugzeugtypen, die wir bisher geflogen sind, ist nicht statthaft. Die Me 109 macht jede Platzrunde zum fliegerischen Erlebnis. Mit dem Jagdeinsitzer fliegt man. Alles bisherige versinkt daneben bestenfalls zu einem durch die Luft kutschieren. 11. Juli. Wieder ein denkwürdiges Datum. Wenn es wirklich wahr ist, will sich Luli heute ihre schönen Zöpfe abschneiden lassen. Bin schon sehr neugierig auf das erste Foto, denn in Natura werde ich sie sicher nicht vor Ende September zu Gesicht bekommen. Dann soll es angeblich nach Beendigung der Jagdfliegerschule 14 Tage Urlaub geben, bevor es an die Front geht. Ich hatte so gehofft, schon mit 19 als Leutnant an die Front zu kommen, aber es geht sich leider nicht aus. Nächste Woche werde ich schon 20. Gusti Babo ist sicher schon Leutnant und möglicherweise auch schon an der Front. Habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, nur dass er nach der LKS auf die C-Schule gegangen ist. Während wir jetzt bereits die nächste Type, die BF 109 Dora, fliegen und mit Luftschießen begonnen haben, kommt eine Sondermeldung nach der anderen über Erfolge an der Ostfront. Am 4. Juli sind 20.000 Russen übergelaufen. Am 9. Juli ist eine große Kesselschlacht in Bialystok zu Ende gegangen, die uns über 300.000 sowjetische Gefangene beschert hat. Von daheim kommen vermehrt Nachrichten über Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die gefallen sind. So hat es meinen ehemaligen HJ-Führer aus der illegalen Zeit, den Erich Wohr, erwischt. Er war Fallschirmjäger. Auch der erste Ortskumpleiter von Kloster Neuburg, der Herr Heiner, ist gefallen. 26. Juli. Mein bester Freund, schon seit der Kriegsschulzeit, Werner Lange, ist heute bei einer Luftkampfübung mit der BF 109 tödlich abgestürzt. Er flog Scheinangriffe auf eine Ju-52, machte aus 600 Meter Höhe einen Abschwung und raste infolge der viel zu geringen Höhe fast senkrecht in den Boden. Dabei war Werner ein exzellenter Flieger, der auch nie Probleme mit der BF 109 hatte. Und dieses Biest ist beileibe keine gutmütige Krähe wie unsere bisherigen Flugzeugtypen. Herrlich in der Luft, aber tückisch bei Start und Landung. Sie hat immer die Tendenz auszubrechen und wenn man dieser Neigung nicht sofort Paroli bietet, ist der Ringelpiez unaufhaltsam. Das Ende ist dann, wie es beinahe täglich einmal zu sehen ist, mindestens ein eingeknicktes Fahrwerk, eine kaputte Luftschraube. Ich muss heute noch Werners Eltern schreiben. Schwierige Aufgabe, ist doch erst vor wenigen Wochen sein Bruder im Westen gefallen. Nachdem unser Flugdienst sich praktisch nur noch auf gefechtsmäßiges Fliegen wie Luftschießen, Schwarmeinsätze, Tiefflüge, Tieforientierung, Treffpunktaufgaben etc. erstreckt, kommt langsam eine quälende Ungeduld auf. Wenn diese Ausbildung nur endlich zu Ende wäre, sie hat schon genug Opfer gekostet. Zu einem Überfluss gestern auch noch eine traurige Nachricht von Ludi. Mein ehemaliger Schul- und Wandervogelfreund Sepp Bicekka ist gefallen und der Riedel Heinz ist im Lazarett seiner Verwundung erlegen. 6. August. Nach einer neuerlichen Siegesmeldung, wonach gestern bei Smolensk wiederum mehr als 300.000 sowjetische Soldaten eingekesselt und gefangen genommen wurden, hat das Schicksal heute erneut bei uns zugeschlagen. Vormittags musste ich in Versailles für die Beerdigung eines Kameraden, der bei einer Notlandung mit der Me-109 tödlich verunglückt ist, Kränze besorgen. Nachmittags Luftkampfübung mit der 109 in einer überwältigend schönen Wolkenlandschaft. Ich flog im Schwarm von Leutnant Taut in etwa 4000 Meter
Gerade einen hochaufragenden Wolkenberg umfliegend, tauchte ungefähr 1000 Meter Tiefe der Feind auf, ein Schwarm AR-68 hinter einer Wolke. Ich schloss enger zur Führungsmaschine auf, sah noch Tauts jugendhaftes Lachen, die Handbewegung in Richtung Arados, da kippte er auch schon über die linke Fläche nach unten weg. Die Arados hatten uns offenbar auch entdeckt. Sie kurften sofort wieder zurück in den Schutz der Wolke, hinter denen sie Sekunden vorher aufgetaucht waren. Taut nahm nicht erst den Umweg um die Wolke in Kauf, sondern stieß direkt hinein, wie anderen drei, hinterher. Auf der anderen Seite herauskommend, fand ich mich unversehens inmitten dreier wild durcheinander kurvender Arados 68. Es muss wohl der Feindschwarm sein. Aber wo war der vierte? Und wo war die 109 von Taut? Er musste doch vor mir aus der Wolke herausgekommen sein. Um meinen Fahrtüberschuss loszuwerden, zog ich einen weiten Kreis, die beiden anderen 109 hinter mir. Inzwischen hatten sich die Arados zu einem lockeren Verband zusammengeschlossen und schickten sich an, nach unten zu stoßen. Überzeugt, dass etwas passiert sein musste, schloss ich zu ihnen auf, und da sah ich es auch schon. Nicht weit voneinander entfernt, tief unten auf der Erde, zwei schwarze Rauchpilze. Kein Zweifel, Aufschlagbrände. Da mussten zwei zusammengestoßen sein, und der eine davon musste unser Leutnant Taut sein. Schräg über mir ein weißer Punkt gegen den dunklen Hintergrund einer Wolke, ein Fallschirm. Während ich inständig hoffte, es möge Taut sein, kurfte ich darauf ein und jagte weit genug entfernt, um ihn keine Turbulenzen zu machen, daran vorbei. Aber der da baumelte, trug keine braune Jacke, es war nicht der Leutnant Taut. Vergeblich nach einem zweiten Fallschirm Ausschau haltend, kurften wir noch eine Weile im Bereich der Aufschlagstellen herum. Nichts. Nach der Landung in Villacoublay wurde es traurige Gewissheit. Leutnant Taut ist tot. Der Verlust trifft uns hart. Taut war nicht nur unser unmittelbarer Vorgesetzter und Lehrer, es verband uns auch ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm. Er hat stets jeden Unsinn mitgemacht, bis hin zu unseren zahlreichen Streifzügen durch das Pariser Nachtleben. 20. August. Nachdem wir Leutnant Taut vor knapp 2 Wochen beerdigt hatten, heute die nächsten beiden Opfer. Ein Leutnant und ein Oberfähnrich aus einer Parallelstaffel unserer Schule sind bei einer Luftkampfübung zusammengestoßen. Beide tödlich abgestürzt. Seit einer Woche bin ich zur sogenannten Endausbildung der 2. Staffel versetzt. Unser Platz ist nun nicht mehr Villacoublay, sondern Gueunecourt. Untergebracht sind wir in einem herrlichen alten Chateau mit viel Marmor, Säulen und offenen Kaminen. Die Verbindung zum Zentrum von Paris ist auch sehr gut. Leider sind von unserem alten Gartower Kleeblatt nur mehr 2 übrig geblieben. Der Wolf Gandelmeier und ich. Werner ist tot und der Dicke, wie wir Gerhard Benkendorf nannten, ist von der Jagdfliegerschule abgelöst worden. Nicht, weil er fliegerisch versagt hat, sondern wegen unerlaubten Tieffluges. Seit sich so viele Todesfälle ereignet haben, wird halt Disziplin ganz groß geschrieben. Insbesondere bei den Vorschriften für Tiefflug ist man sehr sensibel. Unsere Führung will einfach alles vermeiden, was die Franzosen über Gebühr provozieren könnte. Deren Resistance ist ohnehin lästig genug. Der Gerhard hat sich leider einmal eigenmächtig zu einer Kurbelei im Tiefflug hinreißen lassen und dabei auch noch eine Telefonleitung mitgenommen. Prompt kam eine französische Beschwerde, gefolgt von einer deutschen Untersuchung, und weil unsere Schule in Betracht kam, war die Delle in der Fläche von Gerhards Maschine rasch ausgemacht. Schade um ihn, jetzt wird er degradiert und kommt bestenfalls zu den Kampffliegern. Unser Chateau ist so groß, dass wir verbliebenen 12 Oberfähnriche jeder ein eigenes Zimmer zur Verfügung haben. Das meinige beinhaltet ein Himmelbett gigantischen Ausmaßes, in dem man sich allein sehr verloren vorkommt, sodass ich nicht umhin kann, es allnächtlich mit quartiersuchenden Französinnen aufzufüllen. Dies und die tägliche Kurbelei in der Luft setzen meinem Schlafbedürfnis gewaltig zu, und nur die Hoffnung auf den mehrfach für Ende September in Aussicht gestellten Heimaturlaub lässt die physischen Belastungen erträglich erscheinen.
Dazu mehren sich liebe und erwartungsvolle Briefe von Luli, die dem angekündigten Urlaub schon mit Sehnsucht entgegensieht. Sie war die letzten Wochen bei Helga in Marchek und ist erst am 17. August wieder nach Kloster Neuburg zurückgekehrt. Ausbildungsmäßig hat sich, abgesehen davon, dass uns der Leutnant Taut sehr fehlt, nicht viel geändert. Wir fliegen jetzt schon in die Bf 109 Emil, wie sie vielfach an der Front im Einsatz ist. Besonders häufig steht Erfliegen auf dem Programm, wobei es darauf ankommt, extremste Flugsituationen wie Steuerwechselkurven bis zum Abreißen der Strömung oder Hochziehen bis zum Abschmieren selbst herbeizuführen. Bei einer Ausgangshöhe von 7000 Meter eine relativ ungefährliche Sache, aber es sollte eine Vorstellung von dem geben, was geschehen würde, käme man durch Unachtsamkeit etwa in 1000 Meter in eine solche Lage. 31. August 1941. In ihrem letzten Brief schreibt Luli, dass Freddy Fostertek gefallen ist. Er war ein feiner Kerl, der beste Turner aus unserer alten Straßenbad-Clique. Außerdem hätte sich der Bibi Meier den Fuß gebrochen, worüber wiederum die Helga sehr froh ist, weil er nun zu Hause bleiben muss. Vor ein paar Tagen traf ich im Apachenviertel einen Klosterneuburger, den Otto Huber. Er war bei der Marine HJ und oft in Begleitung der Helga Pfleger auf dem Bummel zu sehen. Jetzt ist der Schütze bei den Panzern. Eine komische Begegnung, weil er offenbar schreckliche Hemmungen hatte. Schließlich entfernt er sich mit dem fadenscheinigen Grund, mit einem Kameraden Schuhe kaufen zu müssen. Merkwürdig. Ausgerechnet auf dem Montmartre Schuhe kaufen? Der ersehnte Urlaub rückte immer näher. Angeblich sollen wir Mitte September fertig sein und dann geht es 14 Tage nach Hause. Als Krone der Ausbildung müssen wir auch noch Bomben werfen. Natürlich immer nur eine und die aus Beton, aber zuwider ist es mir allemal. Ich wollte doch Jäger sein und nicht Stuka spielen müssen. 12. September 1941. Die letzten Tage ging alles drunter und drüber. Am 6. hieß es, 5 Oberfähnriche können sich freiwillig sofort nach Lehrgangsende zur Frontstaffel der Jagdfliegerschule an den Kanal melden, was allerdings einem Verzicht auf den bereits zugesagten Heimaturlaub gleichkomme. Quälendes Dilemma. Auf der einen Seite Luli, Elternhaus, die Heimat und alles, was mir lieb und wert ist. Auf der anderen Seite der ersehnte Fronteinsatz. In der Hoffnung, mir mit einer sofortigen Versetzung an die Front einen eventuellen Umweg über eine Ergänzungsjagdgruppe ersparen zu können, meldete ich mich zum Fronteinsatz. Urlaub ade. Mit mir meldeten sich Wolf und Bodo und 2 Oberfähnriche, mit denen ich bisher weniger Kontakt hatte. Der Albert Morgenweg und der Lutz Schwan. 2 Tage später das Dementi. Die Frontstaffel wird möglicherweise aufgelöst. Daher kommt der gesamte Lehrgang nach einem 14-tägigen Heimaturlaub zu einer Ergänzungsjagdgruppe, von der aus nach Bedarf die Zuteilung zu den einzelnen Geschwadern erfolgt. In neu aufkommender Urlaubsstimmung, Briefe an Luli und nach Hause. Ich komme. Ich komme nicht. Heute Vormittag wurden uns die Urlaubsscheine für 14 Tage und die Fahrkarten ausgehändigt. Nachmittag sollte es per LKW zum Bahnhof gehen. Beim Mittagessen im Casino stürzte der Spießer rein mit dem Befehl vom Jafü West, die 5 Oberfähnriche, die sich freiwillig gemeldet haben, sind sofort zur Frontstaffel der Jagdfliegerschule 5 nach Octeville in Marsch zu setzen. So sehr der ins Wasser gefallene Urlaub auch schmerzt. Wer weiß, um wie viel später wir an die Front gekommen wären, hätte der Weg über eine Ergänzungsjagdgruppe geführt. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns von den Kameraden, die nun auf Urlaub fahren können. Die fiebrige Erwartung dessen, was schon in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird, lässt keine wehmütige Stimmung aufkommen. Das Ziel ist erreicht, es geht an die Front. Mit dem besten Jagdflugzeug der Welt in den Luftkampf. Der Traum, der mich seit Kriegsbeginn nicht losgelassen hat. 16. September 1941, Octeville, Le Havre. Heute um 13.22 Uhr, beinahe auf den Tag genau 2 Jahre nach seinem Ausbruch, hat für mich der Krieg begonnen. Nicht dramatisch, nur mit einem Rotteneinsatz zur Küstenüberwachung. Trotzdem ungemein aufregend. Seit Kriegsbeginn habe ich,
animiert durch zahlreiche Schilderungen über die Fliegerei im vorigen Krieg und die Erfolge unserer Luftwaffe bei der Legion Condor und seit Beginn dieses Krieges von nichts anderem geträumt, als auch einmal an die Front zu kommen, um Heldentaten zu vollbringen. Nun sitze ich, viel zu aufgeregt, um an Heldentaten zu denken, in einem der besten Jagdflugzeuge der Welt und fliege in großem Abstand neben meinem Rottenführer, Oberleutnant Bohatsch, dem ich für diesen meinen ersten Einsatz als Kaczmarek zugeteilt bin. Tief unten die Steilküste zwischen Le Havre und Dieppe. Über uns einige sehr hohe Stratocumuli und vor uns die unendliche Weite des Meeres. Irgendwo, da weit draußen hinter dem Dunst, muss die englische Küste liegen. Ein wunderbares Bild und einmal mehr empfinde ich dieses unsagbar herrliche Gefühl unmittelbaren und absoluten Fliegens, wie man es eben nur in einem so feinfühligen Jagdeinsitzer erleben kann. Unwillkürlich muss ich an den Feldwebel Söffing aus Kamenz und dessen treffliche Definition der Symbiose Mensch und Maschine denken. Während die Augen automatisch den Himmel absuchen, versuche ich, dieses eigenartige, prickelnde Gefühl zu ergründen, das mich schon seit dem Start verfolgt. Ein Gemisch aus Aufregung und Erwartung oder gar die Angst vor etwas Unbekanntem? Spielerisch den Abzugsbügel für die MGs in Bereitschaftsstellung geklappt und nach dem Auslöseknopf für die Flächenkanonen tastend, gleiten der Blick voraus durch das fahl leuchtende Fadenkreuz des Revi ins Nichts. Das ist kein Übungseinsatz, bei dem immer nur Freunde als Feinde auftauchen. Die Waffen sind scharf geladen und es kann jeden Augenblick ernst werden. Doch wie wird dieser Einsatz in der Realität aussehen? Möglicherweise fatal, wenn ich meiner Aufgabe als Kaczmarek nicht gerecht werde. Und die besteht darin, den Luftraum vorzugsweise hinter meinem Rottenführer, aber auch über uns und rundherum im Auge zu behalten, um einen allenfalls auftauchenden Feind rechtzeitig zu entdecken. Es naht aber keiner heran, und nach etwa einer Stunde kehren wir unverrichteter Dinge nach Octeville zurück. Während des Auftankens für einen zweiten Einsatz, kurze Besprechung mit Oberleutnant Bohatsch. Er ermahnt mich, nicht ungeduldig zu werden. Für heute wäre eine Feindberührung kaum zu erwarten gewesen. Unser Einsatzauftrag lautet lediglich Küstenüberwachung und darunter ist einerseits die Beobachtung der Küstengewässer nach irgendwas Verdächtigem zu verstehen. Andererseits sollen die englischen Erfassungsgeräte registrieren, dass unser Luftraum nicht unkontrolliert ist. Wenn mit Feindberührung gerechnet werden muss, würden wir zweifelslos eine Meldung unserer freier Geräte bekommen. Hundertprozentige Voraussagen gibt es allerdings nie, denn ganz tiefliegende Objekte können weder unsere noch die englischen Geräte erfassen. Es könnte immerhin passieren, dass ein paar Engländer im Tiefflug herüberkommen und erst nach dem Erreichen der Küste auf Höhe gehen. Das ist zwar, aus der Sicht der Tommies, ein sehr gefährliches Unterfangen, aber unterscheiden, wer Freund und wer Feind ist, können dann nur mehr die Jäger selbst. Höchste Aufmerksamkeit ist also weiterhin angebracht. Machen Sie sich nur keine Gedanken, schloss er seine Belehrung. Sie werden hier noch mehr erleben, als Ihnen lieb ist. Unser Flugplatz liegt unmittelbar der Steilküste, die hier fast senkrecht zum Atlantik hinabfällt. Bei den vorherrschenden Winden aus westlicher Richtung hat das zur Folge, dass wir beim Start mit erst halb eingefahrenem Fahrwerk und noch ausgefahrenen Startklappen die Turbulenzen der Steilküste voll zu spüren bekommen. Es ist jedes Mal ein heftiger Stoß, der das Flugzeug erzittern lässt, wie wenn eine Riesenfaust dagegen schlüge. Unser Flugzeugpark umfasst ausschließlich den neuesten Messerschmitt-Jäger, die Type Bf 109F, eine Weiterentwicklung der mir bislang bekannten E-Type. Er erreicht in 6000 Meter Höhe noch eine Geschwindigkeit von über 600 km/h. Die Bewaffnung besteht aus zwei starr über dem Motor eingebauten Maschinengewehren, die durch die Luftschraube schießen
und zwei ebenfalls starr in die Fläche eingebauten 2 cm Kanonen außerhalb des Luftschraubenbereiches. Staffelkapitän ist der Oberleutnant Zink, dünn, rothaarig, sommersprossig, aber trotzdem nett und umgänglich. Das fliegende Personal besteht aus derzeit 17 Flugzeugführern. Vom Unteroffizier bis zum Oberleutnant sind alle Dienstgrade vertreten. Außer mir sind noch 2 Ostmärker in der Staffel, der Feldwebel Pfeiffer und der Unteroffizier Pepi Jennewein, Skiweltmeister aus St. Anton am Arlberg. Unter den Flugzeugführern herrscht ein absolut kameradschaftlicher Ton. Rangunterschiede sind von untergeordneter Bedeutung. Was hier zählt, ist einzig und allein die fliegerische Leistung. Einige Veränderungen gibt es auch in der Ausrüstung. Sogar die Fallschirme, jetzt Seenotfallschirme, unterscheiden sich wesentlich von den mir bisher bekannten. Alle 4 Gurte münden in einem Schloss an der Brust. Es ist so konstruiert, dass eine Vierteldrehung der Deckscheibe und ein kurzer Schlag darauf die Gurte sofort freigibt. Wie man uns Neulingen glaubhaft versichert, sollte man das im Falle eines Absprunges über See unmittelbar vor dem Eintauchen ins Wasser tun, ansonsten die Gefahr bestünde, vom Schirm zugedeckt oder bei passender Windstärke gleich in die Tiefe gezogen zu werden. Außerdem tragen wir eine Schwimmweste und ein zu einem Rückenkissen zusammengelegtes kleines Schlauchboot. Beide sind mittels kleiner, daran befestigter Kohlensäurenflaschen in Sekundenbruchteilen aufblasbar. Komplettiert wird die Ausrüstung durch eine knallgelbe Seenotflagge 1x1 Meter an einem teleskopartig ausziehbaren Leichtmetallstab, eine Leuchtpistole mit einigen Seenotpatronen, einem Kappmesser, einer Packung Seenotverpflegung inklusive Pervitin-Wachhaltetabletten und einem Farbbeutel. Letzterer ins Wasser geworfen erzeugt angeblich einen großen, leuchtenden gelben Farbfleck, der Flugzeugen als Markierung dient und ebenfalls auftauchenden Haien signalisieren soll, dass hier einer zappelt, der nicht gefressen werden möchte. Alte Kanalhasen berichten allerdings, dass die Markierung kaum zu sehen ist. Über die abschreckende Wirkung auf Haie fehlen entsprechende Erfahrungsberichte. Alle diese Ausrüstungsgegenstände sind in eigens dafür vorgesehenen Taschen in der Kanalhose untergebracht. Der Kanalanzug selbst besteht aus einem segeltuchartigen, luftwaffenblauen Stoff mit eingenähten Heizdrähten. Über Druckknöpfe können die gleichermaßen mit Heizdrähten ausgestatteten Pelzstiefel und Handschuhe angeschlossen und das Ganze mit dem Bordnetz verbunden werden. Dadurch kann man auch in großen Höhen noch eine erträgliche Temperatur erreichen. Die Kopfhörer sind, ebenso wie das durch einen Knopf am Steuerknüppel zu bedienende Kehlkopfmikrofon, in die Kopfhaube integriert. Daran baumelt auch die Sauerstoffmaske, die jeder nach eigenem Ermessen anzulegen hat. Das fliegende Personal ist untergebracht in einem einstmals offensichtlich in Möchtegern feudalem Stil geführten und dementsprechend geschmacklos eingerichteten Chateau nahe Octeville. Octeville selbst ist ein kleiner Ort nahe der Hafenstadt Le Havre. Die Verpflegung ist der Umgebung entsprechend feudal. Schon zum Frühstück gibt es Weiß- oder Schwarzbrot, Kaffee, Milch, Butter, Wurst, Tomaten, Honig, Marmelade und so weiter, was und so viel man will. Das Mittagessen ist abwechslungsreich, sogar mit frischem Gemüse und Obst. Kein Vergleich jedenfalls zur Ausbildungszeit, wo zu papierdünnen Einheitsfleischstücken einen Tag Kartoffeln mit Soße, am nächsten Tag Soße mit Kartoffeln und jeden zweiten Tag dasselbe serviert wurde. Der tägliche Dienst beginnt 1 Stunde vor Büchsenlicht und endet 2 Stunden danach. Sonntage gibt es nicht. Nur bei QBI, das heißt bei Wetterlagen, an denen normalerweise selbst Vögel zu Fuß gehen, haben wir bis zu 2 Tagen in der Woche frei. Wenn aber auch nur annähernd die Möglichkeit besteht zu starten, hat stets eine Rotte Sitzbereitschaft. Das heißt, man sitzt in voller Kriegsbemalung fertig angeschnallt in der Maschine, daneben anlassbereit der erste Wart auf der Tragfläche, der zweite Wart am Anlassgerät.
Im Alarmfall muss diese Rotte dann in weniger als 30 Sekunden in der Luft sein. Allabendlich findet eine Lagebesprechung statt, bei der unter anderem auch die neuesten Erfahrungsberichte diskutiert werden. Alle Verbandsführer am Kanal müssen über jedes außergewöhnliche Ereignis im Rahmen eines Einsatzes einen Erfahrungsbericht verfassen. Dazu gehören taktisches Verhalten des Gegners, eigene taktische Erkenntnisse, Verhalten in Notfällen wie Wasserlandung, Absprünge und so weiter, aber auch Vorschläge für Verbesserungen an Gerät und Ausrüstung. 20. September. Die Enttäuschung über den nicht zustande kommenden Urlaub hat sich sowohl in meinem Elternhaus als auch bei Luli glücklicherweise bald gelegt. Wahrscheinlich haben sie ohnehin nicht recht geglaubt daran, wenn Luli auch gar kein Hehl daraus macht in ihren letzten Briefen, dass sie sich auf ein Wiedersehen schon so sehr gefreut hatte. Na, vielleicht wird es zu Weihnachten klappen. Die Erfahreneren unter uns sind ja alle der Meinung, die mit der fortschreitenden Jahreszeit vermehrt auftretenden Kanalnebel würden die Fliegerei immer öfter unterbinden. Wie dem auch sei, diesmal werde ich vorsichtiger sein, um nicht voreilig falsche Hoffnung zu wecken. Inzwischen habe ich mich mit den neuen Verhältnissen ganz gut zurechtgefunden und auch schon einige Einsätze hinter mich gebracht. Zumeist waren es nur Küstenüberwachungsflüge und nur einmal versprach es spannend zu werden. Wir waren im Schwarm unterwegs, als uns die Meldung von der Anwesenheit eines Feindverbandes in unserem Raum erreichte. Leider waren wir schon über eine Dreiviertelstunde in der Luft, als wir weiter nördlich, in mindestens 2000 Meter Überhöhung, einen Verband von etwa 20 Maschinen auf Westkurs sichteten. Oberleutnant Bohatsch, der unseren Schwarm führte, wollte offenbar trotzdem versuchen, den Feindverband zu stellen. Mit Vollgas nahmen wir Kurs auf den Verband, gewannen zwar rasch an Höhe, aber natürlich auf Kosten der Geschwindigkeit. Endlich auf nahezu gleicher Höhe war der Abstand schon so groß, dass es aussichtslos erschien und wir die Aktion abbrechen mussten. Immerhin, ich hatte zum ersten Mal feindliche Flugzeuge in der Luft gesehen, wenn auch nur als winzige Silhouetten in weiter Ferne. Es war wohl auch nur das Wissen, es müssten feindliche sein, denn dem Aussehen nach hätten es genauso gut Messerschmitts oder sonst was sein können. Das war gestern. Heute ist herrliches Wetter, wir haben 15 Minuten Bereitschaft und ich bin mit Peppi, Wolf und Bodo die paar Schritte zur Steilküste gebummelt. Peppi versucht gerade herauszufinden, wie man bei genügender Schneelage in einer dieser steilen, schmalen Rinnen vielleicht doch mit Skiern herunterkäme, als plötzlich die Stimme aus dem Lautsprecher kommt. Achtung, Achtung, Alarmstart! Feindlicher Verband in großer Höhe im Anflug auf Cherbourg. Es führt Oberleutnant Zink, zweiter Schwarm Oberleutnant Bohatsch, dritter Schwarm Leutnant Seller. Alles rast zu den Maschinen. Die Warte emsig bemüht, ihre Schützlinge anzuschnallen, die diese Prozedur mit erhobenen Armen über sich ergehen lassen. Motoren springen an und fast gleichzeitig rollen alle 12 Flugzeuge an den Start. Schwarm für Schwarm hebt vom Boden ab. Fahrwerke klappen ein, Startklappen werden eingezogen, die Schwärme formieren sich und nehmen ihre Positionen ein. Vorneweg der Führungsschwarm mit Oberleutnant Zink an der Spitze. Links davon seitlich und etwas nach oben abgesetzt der zweite Schwarm mit Oberleutnant Bohatsch. Links von ihm die Nummer 2, sein Kaczmarek, Feldwebel Pfeiffer. Rechts von ihm die beiden Neulinge in der Staffel, ich als Nummer 3 und Albert Morgenweg als Nummer 4. Seitlich rechts hinter uns und über uns der dritte Schwarm mit Leutnant Seller. Auch im Schwarm von Leutnant Seller fliegen 2 Neulinge mit, während Lutz Schwan die Nummer 4 im Führungsschwarm ist. In dieser Formation steigen wir rasch mit Nordwestkurs über das Meer hinaus 4500 Meter, ein Knacken im Kopfhörer und eine Stimme erinnert an den Sauerstoff. Die Aufregung ist so groß, dass ich daran sicher nicht gedacht hätte. Heute ist überhaupt alles anders. Schon der Flugauftrag, der nicht Küstenüberwachung lautet, sondern direkt ein Feindziel ansprach. Eine vage Ahnung, dass ich in der nächsten Stunde meinen ersten Luftkampf würde bestreiten müssen, steigert die Aufregung und die ungeduldige Erwartung ins Unermessliche. 6500 Meter. Wir haben eine aufgelockerte Schicht bizarr geformter Wolkenberge weit unter uns gelassen und steigen weiter im gleißenden Sonnenlicht in den strahlend blauen Himmel. Der Führungsschwarm zieht sich auseinander und auch Oberleutnant Bohatsch
deutet uns durch ein Antippen der Fläche auf Gefechtsposition zu gehen. 7.500 Meter zwischen den tief unter uns liegenden sonnenbeschienenen Wolkengebirgen lässt sich ganz tief unten im Schatten das Meer mehr erahnen als sehen. Wir steigen weiter. 8.500 Meter. Nicht feststellbar, wer sie zuerst gesehen hat. Eine aufgeregte Stimme im FT. Viele Indianer in Lisa, voraus. Jetzt sehe auch ich es weit voraus unter uns im Sonnenlicht aufblitzen. Da sind Flugzeuge und viele noch dazu. Kurz darauf die Stimme von Oberleutnant Singh im FT. Schwalbe 1 an alle, Pauke, Pauke. Pauke, Pauke ist der Befehl zum Angriff und Schwalbe heißen wir heute alle.